ist halt quasi. Da, da, siehst du? Boah, was kommt da noch? Forellen, zwei. Siehst du das? Fette Forellen. Hecht, zwei Hecht. Was ist denn das? Das ist ein fetter Hecht, das ist ein Meter. 90er, 90er. Guten Morgen! Na, was geht? Ja, schnappert schon recht her, wie der Luke gesagt hat. Regenbogenforellen rühren. Hast du eigene Bockforellen rühren leicht? Sicher, du nicht, oder was? Was bist denn du für Fische? Hast du keine eigene Eidl rühren? Eidl rühren, Schiert rühren, Regenbogenforellen rühren, Kuppen rühren. Zwischen Regenbogenforellen und Bockforellen muss man schon einen kleinen Unterschied machen. Das stimmt eigentlich. Detto, glaube ich, Gründling. Achso, du meinst Schwarzmund. Ja, aber die riecht nicht so gut. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Und das Problem ist, dass die so gut hält am Hagen, weil die Kuppen hat nämlich so eine harte Haut. Ist ja, na Grundl halt schon nicht schlecht. Die ist schon auch ein wenig zart, aber den Geruch, weil die Kuppen riecht ja so nach wie ein Meeresfisch eben. Die hat einen komplett argen Geruch. Würde mir da einmal eine geben, aber ich dachte, was ist denn das jetzt? Ah, das ist ein Notrad. Gesehen? Nein, Scheiße. Der Schöner. 60. Ist halt quasi. Da, siehst du? Boah, was kommt da noch? Forellen, zwei. Siehst du das? Fette Forellen. Hecht, zwei Hecht. Was ist denn das? Das ist ein fetter Hecht, das ist ein Meter. 90er, 90er. Zupf, Alter, das ist ein 90er. Fix, hast du den gesehen? Weißt du, wo der, wo der jetzt gekommen ist? Weißt du, wo der jetzt gekommen ist? Darf ich ihn anwerfen? Sicher, fiel nach. Fang nach, bitte. Der ist aus dem Kraut angezogen, ne? Aber genau, den habe ich jetzt nämlich weit mitgenommen, den Hund. Der war schön. Das war ein richtig schöner Fisch gerade. Fuck. Obi fischen. Noch an der Graukante, weil du hast. Wieso hat der jetzt nicht bissen, Alter? Den hätte ich jetzt so nicht genagelt. Ja. Scheiße. Viel zu früh hast du angeschlagen natürlich. Fuck. Aber naja. Scheiße. Trotzdem geil, dass sie da gleich mal ein wenig was rührt. Auf den Roden, ne? Wieder auf den Roden. Ich habe jetzt erst den Weißen auch ein bisschen geworfen. Da ist nichts gekommen, aber der Rode irgendwie, ich weiß es nicht. Nee, sag einmal, wenn du auf einer einsamen Insel warst und du darfst dann nur drei Keder mitnehmen. Nur drei? Drei Stück. Was waren denn die drei? Boah, hast mich gar gefragt. Ja? Ich würde aber mal ein ganz normales über den FC blinken. Der ist bei mir auch dabei. Das war meine Nummer 1. Und jetzt wird's richtig heftig. Zweite Köder waren. Eieiei. Wirklich, bleiben wir bei drei. Drei. Wieder. Ein Zwölfer schäbt ist. Ein Gummifisch, wirklich? Ja, ein Gummifisch. Der noch zwei Biss hieß. Achso, was? Ich fisch dann auch mit dem auf die Insel, oder was? Naja, sicher. Ich brauch die noch mitnehmen. Na, mit weiter war er, glaube ich, ein Dreier-Maps. Okay. Na, sicher. Du wirst vielleicht vor allem fischen, oder was? Der wird nicht hin. Aber jetzt ist die Frage, was war der dritte?
Ja, du reißt ja die Prototypen auch. Ich arbeite nur die Prototypen. Mäpserl, ich weiß es auch nicht. Mein dritter, ich weiß es nämlich, weil ich mir schon mal überlegt. Fahrer der West ins Wim, 12 cm, wurscht welche Farbe. Das waren meine drei. Naja, es kommt drauf an, was für eine Insel. Ist das so schwer für dich? Leil, schreibt sie mir in die Kommentare. Bitte. Wenn ihr drei Köder auf eine Insel mitnehmen müsst, was darf ihr mitnehmen? Das wird voll interessieren, was die Leute das möchte ich auch wissen. Unglaublich. Hat sie meine? Das ist nämlich richtig schwach. Und wir verlosen unter alle Antworten einen schwarzen. Schätze dies nach Wahl, entweder einen 12, einen 16 oder einen 22, je nachdem, was so ist. Richtig. Perfekt, also. Prost! Das ist ein Fisch. Was? Das ist ein Fisch, weißt du, oder was? Die ganzen Hechte, die ich jetzt, glaube ich, in meinem Leben fangen habe, darin. Alter! Wieder am Tür, geil! 80er Friss, denn! Na ja, und? Und? Was hast denn du? So da? Leute, das ist schon der erste Hecht für heute. Cool. Und da sieht man, dass ein richtig cooles Aufkommen da ist. Geil. Alter, schön. Bruder, bist du nicht? Auf dem Hecht, das gibt's ja gar nicht. Ich hab gerade auf den Streamer geschaut. Alter, halt die Wand. Schöner Fisch. Das ist ein guter Fisch. Ja, das ist ein guter. Boah, das ist ein 90er. Netz, bitte netzen. Oh, wieder. Ja. Alter, wie der hängt! Hast du gesehen, wie der hängt? Ja, ich hab gesehen, wie der hängt. Auf seinen Hosen. Ja, der hat ihn komplett rasiert. Alter, geil! Yes! Ja, ist schon wieder frei, sehr gut. Yes! Oh, Glück! Nein, eins kann er nicht, aber fünf. Oh, ja! Richtig schöner Fisch. Jetzt machen wir mal das Wichtigste am Anfang: das Lineal aus. Geht da gar nicht nur ums Messen, sondern auch darum, dass ich den Fisch dann nicht am Teppich anlegen will. Weil dann ist er nicht mehr zum Releasen. Eins weiß ich, er ist richtig voll gefressen. So. Der ist nicht einmal lang. Noch 85 geschätzt. Wieder ziemlich geradeaus 80, aber richtig dick. Richtig dick ist der. Oh, schau dir das einmal an, was der für eine Wumpen hat. Ist das ein geiler Fisch, ha? Bitte schlagt solche Hechte nicht an. Tatzt die einfach zurück. Macht euch ein Entnahmefenster selber. Wenn es keins gibt, vom Bewirtschafter aus. Und kümmert euch darum, dass uns solche Fische erhalten bleiben. Die sind unbezahlbar. Die sorgen einfach dafür, dass wir noch lange eine Freude haben werden an unsere Wasser. Ein herrlicher Fisch. Ganz eine eigene Zeichnung da auf der Seite. Da wachsen die Schuppen irgendwie im Kreis. Und ganz blau. Wahnsinn, wie dick der ist. Unfassbar. Herrlich! Ich mach's einfach und sag nichts dazu, ihr wisst ja Bescheid. Yes! Ja, Petri, Mann, das passt. Ah, herrlich. So. Wieder mal Mahlzeit, hätte ich gesagt, oder? Nicht guten Morgen. Nein, eigentlich schon fast gute Nacht. Fast schon gute Nacht, ja. Grüß dich von der Eins. War ein bisschen schräg. Wir haben uns überlegt, ob wir überhaupt filmen. Jetzt haben wir die GoPros mal eingeschaltet.
Jetzt haben wir eigentlich lange keinen Fisch in dem Boot gehabt. Und haben gesagt, wenn wir einen schönen Fisch fangen, dann machen wir ein Video und dann filmen wir noch ein wenig für euch. Das haben wir jetzt hiermit gestartet. Wir also, 3 Meter auf Zahn, was jetzt kommen ist, ein guter Fisch. Genau so ist. Vielleicht habt ihr ihn schon gesehen, vielleicht nicht. Kommt auf den Cutter drauf an. Ja, wir nutzen die wenigen letzten Gelegenheiten, dass wir noch mal ordentlich am Hecht fischen, solange wir noch dürfen in die Reviere da bei uns. Und heute war es schon gar nicht mehr so schlecht. Ein paar Nachgeher, unter anderem auch Kurder, jetzt dann gefangen. Genau. Jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir ein Video. Der Jörg hat gut performt heute eigentlich, hat eigentlich alles produziert. Ich habe mit meinem Streamer große Gummis, alles war nichts. Damit ihr das auch noch gesehen habt, oder seht ihr es dann später, mit was ich einen Hecht gefangen habe, tatsächlich auf einen Hecht. Ich habe da seit Ewigkeiten so ein Swimbait von Lucky Lures, das ist der JP Vermeiden, spricht man glaube ich aus, ein Holländer, der baut die Dinge von Hand, sind auch echt nicht billig. Aber jetzt sind wir nicht mehr lange mal dumm, ich muss fischen. Nein, die letzten 3 Stunden nutzen wir jetzt noch. Jawohl, genau. Petri, bis später. Denken wir nach, Luki, was wir zuerst geschmissen haben in den letzten Wochen, wo wir schon gesagt haben, das kannst du komplett hauen. Manchmal funktioniert es aber extrem gut. Siehst du, das ist, wenn du sagst, du fährst am 1. Mai da rein, wo die Fische voll aktiv sind, fischst mit dem Jerk, kriegst keinen einzigen Kontakt nicht. Obwohl es voll am Start sind. Fangst du es anders, 2 Wochen, 3 Wochen später fischst, so wie am 1. Mai mit kleinen Gummi geht nichts und auf einmal fangen die Jerk voll zum Rennen. Da wo wir alle mit den Jerk gefangen haben dann auf einmal. Und dann aber wieder geht auf einmal wieder gar nichts mit den Jerk. Und jetzt? Jedenfalls irre, wenn es da ist. Alter, so gut aber er ist, gell. So gut ist er nicht, aber... Alter, der hat sich komplett eingepflückt, Alter. Das ist geil. Ja, schön. Ja. Danke, Alter. Danke. Geil. Wirklich, danke. Gerade an verloren. Wirklich gerade an verloren und jetzt der 3. Wurf später einer Kummer. Hey, geil, Alter. Ah. Das ist eine schöne Maschine. Ah, das ist gut. Das ist super. Aber den Köder darfst du nicht herzeigen, das weißt du, gell? Ich zeig ihn nicht her. Ja, das ist nämlich der Ultra-Mega-Köder. Für genau dieses Licht. Oh. Oder, huh? Ach, so ein geiler Fisch. Ja, bist du deppert. Ah, Leute, jetzt hat es für mich auch noch mal funktioniert. Ein richtiger schöner Hecht, richtig fett. Gefreut mich richtig. Hey. Gerade an verloren, kurz dran gewesen. Kann jetzt 2 Wurf später, der eingestiegen. Geiler Fisch. Jetzt schauen wir ganz kurz, was er hat. Das Gel ist nass. Genau, 77, perfekt. Lass noch der 70 kommen, ganz wurscht. Geil. So Leute, komm wieder zurück, ein wunderbarer Hecht. Und ich sag's nur mal dazu, Leute, wenn solche Hecht fangt, die was so benannt sind, bitte setzt uns die zurück. Das sind so die geilen Fische, die was einfach sowas von für Nachkommen sorgen. Und das war echt schade drum, um solche Fische. Immer schön stabilisieren hinten. Nie einfach rauslassen, den Fisch. Und dann hilft es ihm immer ein bisschen beim Releasen. Man merkt es dann nicht gleich, wenn er Spannung aufbaut. Und wenn er wieder weg will. Genau wie jetzt. Jetzt hat er einmal geschlagen. Und da sieht man schon. Und da geht er von selber weg. Und weg ist er. Und genau das ist geil. Und das ist das Allergeilste überhaupt. Bitte, Mann. Bitte, danke. Passenger.
So. Hey. Fertig. Was für ein geiler Tag. Richtig geil. Wahnsinn, hey. Am Anfang, hey, irgendwie trotzdem viel Kontakte gehabt, aber nie gescheiter hängen geblieben. Ja, der Kleiner halt, ja. Der Kleiner halt, genau. Ein paar nachgehen und dann so. Dann hat es mir erzählt dort. Dann hat es erzählt dort. Hey. Dann hat es mir das Swimbag gekriegt und dann bei dir noch der Jerk in der Farbe, die wir jetzt nicht sagen. Genau. Geile Farbe. Und nur ein Phöbis. Nein, hat passt. Was will man? 40er, 280er oder 77, 80er? Das war richtig dick. Wahnsinnsdock gewesen. Geile Geschichte. Wahnsinnsdock. Fällt mir gar nicht mehr ein, außer TikTok. 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 Wir sind auf TikTok. Geil. Weil man muss ja. Passt ja also, gut. Haut schon hin. Bis bald. Bis bald. Boah. Da. Ins Donau. Beim Fischen. Beim Fischen. Also, gut dreht. Passenger. Was ist das?